Mein Name ist Frank Schäfer, ich bin Behindertenbeauftragter des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Da muss man gleich dazu sagen, das ist halb, sind wir heute auch zu zweit. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat eine geografische Besonderheit, nämlich dass die Stadt Darmstadt mit ihren 150.000 Einwohnern als Insel im Landkreis drin liegt. Und drumherum, wie gesagt, ist dann der Landkreis. Das heißt, dass der Herr Müller und ich in Bauangelegenheiten sehr stark zusammenarbeiten, strich müssen, weil es absolut keinen Sinn machen würde, wenn jeder von uns in seinem Bereich, die ja unmittelbar aneinander grenzen, da Dinge vertritt oder Dinge forciert, die da nicht aufeinander abgestimmt sind. Ja, kurz mal, wie das in Hessen mit einer Behindertenbeauftragung aussieht. Formal gibt es die eigentlich gar nicht. Die ist nämlich gesetzlich überhaupt nicht geregelt für den kommunalen Bereich. Sie ist nur geregelt für den Landesbereich. Die Landesregierung weigert sich seit 10 Jahren zum Entsetzen der Behindertenverbände beharrlich für die Kommunen da irgendwas zu regeln. Das heißt, jede Kommune kann im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung das absolut frei entscheiden, ob es einen Behindertenbeauftragten gibt, ob es einen Behindertenbeirat gibt, ob es beides gibt und wenn ja, wie das organisiert wird, hauptamtlich, ehrenamtlich und soll man sich nur um Bau und Verkehr kümmern oder soll es noch andere Aufgabenbereiche geben und darf der Betroffene an Ausschusssitzungen teilnehmen oder nicht. Kann jede Kommune regeln, wie sie das für richtig hält und dementsprechend unterschiedlich ist es auch geregelt. Also schon allein zwischen dem Landkreis und der Stadt Darmstadt gibt es da organisatorische Unterschiede. Ich erkläre mal die Situation Landkreis. Also ich bin Beamter des Landkreises Darmstadt-Dieburg seit 1988 und der Landrat hat dann im Jahr 2000 entschieden, dass er einen Behindertenbeauftragten strich ein Behindertenbüro haben will und ich habe das dann praktisch im Rahmen meiner Zuständigkeit im Haus habe ich das übertragen bekommen. Da gab es also kein Wahlverfahren, da ist auch keine Satzung beschlossen worden. Das war einzig und allein politischer Wille des Landrats, der hier auf einem kurzen Dienstweg, sage ich mal, umgesetzt wurde. Ja, wie gesagt, aber in der Stadt Darmstadt ist das schon wieder anders gelaufen und funktioniert etwas anders. Und da wird der Michael Müller jetzt was zu sagen. Ja, wir müssen uns das Ding hier teilen irgendwie. ja, also Frank hat schon gesagt, ich bin jetzt schon zweimal vorgestellt worden. Michael Müller ist mein Name und ich komme vom Club Behinderte an ihrer Freunde in Darmstadt. Der Vortrag oder unser Zusammentreffen hier ist jetzt wie folgt gegliedert. Ich werde jetzt noch ein bisschen was zur Situation in Darmstadt sagen. Dann werde ich ein Beispielprojekt Ihnen vorstellen. Da geht es um eine Brücke. Da würde ich Sie fragen, wie würden Sie entscheiden? Also dann wären wir alle Behindertenbeauftragte hier. Dann möchte ich Ihnen unser bislang bekanntestes Projekt vorstellen, nämlich das Staatstheater Darmstadt. Da haben wir zusammen der Blinden- und Sehbehindertenbund, das Staatstheater und der CBF auch kürzlich den Hessischen Staatspreis für universelles Design bekommen. Deswegen sind wir da recht stolz drauf auf das Projekt. Dann werden wir Ihnen eine bestimmte Form von Haltestelle vorstellen, wie sie vielleicht auch schon hier in der Stadt gibt, nämlich die Zeitinsel. Das finden wir gerade ganz spannend in unserer Tätigkeit. Wenn da noch Zeit ist, würde ich Ihnen das Projekt vorstellen, das wir mit dem Landesmuseum Darmstadt haben. Da geht es darum, wie man Gemälde und andere Exponate als Tastmodelle umsetzen kann. Und schließlich, wenn da noch Zeit sein sollte, unsere Vorstellung zum größten Platz in Darmstadt, dem Luisenplatz. Und die Auswahl ist so getroffen, dass sie möglichst abwechslungsreich ist, weil ich finde nämlich, dass Barrierefreiheit nicht nur ein wichtiges und ernstes Thema ist, sondern auch ein wirklich facettenreiches, mit dem man sehr viel Spaß haben kann. Und das wird sich in der Vielfältigkeit der Projekte, hoffe ich, dann auch ein bisschen widerspiegeln. Also, Club Behinderte an ihrer Freunde ist in meinen Augen ein ganz besonderer Club, weil bei uns können Menschen mit und ohne Behinderung Mitglied sein und man muss auch keine bestimmte Behinderung haben, um bei uns Mitglied sein zu können. Es gibt uns schon seit etwa 40 Jahren. Wir sind ein recht alter Verein. Ich arbeite die Hälfte der Zeit damit in unterschiedlichen Funktionen, sehr lange Zeit in der individuellen Schwerbehindertenbetreuung. Jetzt habe ich es dunkel gemacht, das wollte ich nicht.
da. Was heute Inklusion genannt wird, das ist bei uns Gründungsgedanke. Beim CBF schon immer gewesen, das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Wir haben ca. 100 Mitglieder, sind also nicht sehr groß und finanzieren uns komplett aus eigenen Mitteln. Wie machen wir das? Mit der individuellen Schwerbehindertenbetreuung. Dabei begleiten wir Menschen mit Behinderungen durch ihren Alltag und verhindern somit, dass auch sehr junge Leute schon ins Altenheim müssten. Schülerassistenzen haben wir eine ganze Reihe, so etwa 150 Stück. Da begleiten die Assistenten die Schüler in Regelschulen und verhindern so, dass sie in Sonderschulen müssen oder dass sie Medikamente einnehmen müssen bei verhaltensauffälligen Kindern. Vielleicht kennt der ein oder andere uns durch den CBF-Euro-Schlüssel, der europaweit vertrieben wird, zum größten Teil direkt von uns aus. Damit kann man Toiletten und Aufzüge schließen. Wir sind politische Interessensvertreter auf kommunaler und im Moment auch noch auf Landesebene und wir haben die Behindertenbeauftragung für Darmstadt, für Bauen und Mobilität. Und das ist jetzt schon der erste Unterschied zwischen dem Herrn Schäfer und mir. Der Herr Schäfer ist ein vollständiger Behindertenbeauftragter, wir nur wirklich für diesen Bauen- und Mobilitätsbereich. Außerdem der nächste Unterschied, damit man auch mal sieht, wie facettenreich das ist mit der Behindertenbeauftragung. Bei uns ist der ganze Verein als Behindertenbeauftragter benannt. Ich bin es nicht, sondern mein Verein. Der Herr Schäfer ist es eben als Person. Wenn in Darmstadt ein Mensch mit Behinderung einen Ansprechpartner sucht, dann geht er zunächst an ein Koordinierungs- und Beratungsbüro des Amtes für Soziales und Prävention. Da wenden sich alle irgendwie hin, die mit dem Amt in Kontakt treten wollen. Es gibt dann den Behindertenbeauftragten für barrierefreies Bauen und Mobilität. An uns verweisen die gegebenenfalls weiter oder wir werden auch direkt angesprochen von Bürgern. Es gäbe auch noch eine Beauftragte für Inklusion, das habe ich jetzt hier ganz vergessen, das ergänze ich jetzt hiermit, die Inklusionsprojekte im weitesten Sinne koordiniert. Dann gibt es die Projektgruppe zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Darmstadt. Das ist eine Gruppe, dazu lädt die Stadt ein. Da ist die Stadt ausdrücklich der federführende Teil und dort sind hohe Behördenmitarbeiter vertreten und Interessensvertreter von Menschen mit Behinderungen. Daraus sind weitere Projekte hervorgegangen, nämlich das Projekt Inklusives Martinsviertel. Dort experimentieren wir in einem Stadtteil, wie Inklusion umgesetzt werden könnte, um es später auf die ganze Stadt zu übertragen. Und es gibt die Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines kommunalen Aktionsplans. Das ist aus meiner Tätigkeit heraus hervorgegangen. Wir haben einfach mal vom CBF so ein Ding geschrieben, haben es der Stadt vorgelegt. Die fanden es dann nicht gut und haben ihren eigenen vorgelegt. Und jetzt diskutieren wir aus, wo der Konsens liegt. Und schließlich gibt es das Bündnis von Menschen mit Behinderung in Stadt und Landkreis. Das führt wieder den Herrn Schäfer und mich zusammen. Das ist nochmal eine eigene Gesprächsrunde, wo nur die Behindertenvertreter sich treffen und die Stadt eingeladen ist. Also dort hat sie eine andere Rolle dann. Also das ist so grob die Struktur bei uns in Darmstadt und unsere ganz unterschiedlichen Rollen als Behindertenbeauftragte. Meine Tätigkeit ist dann eben, ich bin Ansprechpartner für Betroffene. Ich untersuche gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen öffentliche Gebäude. Wir werden bei Baumaßnahmen hinzugezogen. Wir arbeiten eben in Ausschüssen und der Politik mit. Manchmal organisieren wir auch Fortbildungen. Wir haben ein Seminar an der Hochschule Darmstadt oder wir machen so Workshops mit dem Tiefbauamt bei uns, wie wir uns Barrierefreiheit vorstellten. Da machen wir auch so selbst, organisieren wir auch Selbsterfahrungen mit Langstock und mit Rollstuhl. Und wir machen Grundlagenarbeit. Die wichtigsten Themen sind da Brandschutz für Menschen mit Behinderungen. Das ist nämlich ein Riesenthema. Wenn ich richtig weiß, haben Sie in Baden-Württemberg die DIN 18024 und 25 noch als bauaufsichtlich anerkannte technische Regel, das ist nun wirklich weit ab vom Schuss. Die meisten Bundesländer haben mittlerweile die 18040 und die 18024 nur noch in ihrem ersten Teil.
bauaufsichtlich zugelassen. Allerdings ist der Brandschutz für Menschen mit Behinderung in diesen Bundesländern freiwillig gestellt. Ausdrücklich freiwillig gestellt. Das verstößt gegen jedes Gleichhandlungsgebot und das finden wir empörend. Und so haben wir noch mehr so Themen, über die man wenig lesen kann, mit denen wir uns vertiefend beschäftigen. Spielplätze ist auch so ein Thema. Die nächsten Folien klicke ich durch, weil ich da jetzt schon ziemlich viel von erzählt habe. Weil ich nämlich glaube, dass es viel netter ist, wenn wir uns mit den Projekten befassen. Hier sind wir jetzt an so einer Stelle, wo ich sagen würde, zu Hause sah das noch ganz anders aus. Aber egal. Also, hier sind wir schon beim zweiten Punkt, der Brücke, der Fuß- und Radwegbrücke am Mozartturm. Dabei geht es um eine der wichtigsten Einfallstraßen in Darmstadt. Das ist auch die letzte Straße, wo in Darmstadt, wo der Krieg ziemlich gewütet hat, noch so eine optische Achse erhalten ist. Die führt nämlich direkt auf unser wichtigstes Monument in Darmstadt, den Langen Ludwig, eine lange Steinsäule. Auf deren Spitze der erste Großherzog, bis dahin waren es Landgrafen, von Hessen-Darmstadt steht und dahinter das Darmstädter Schloss. Das ist so eine Einfallsstraße. Keine sehr schöne Straße, aber über die soll eine Brücke geführt werden. Und die hätte man jetzt hier schon mal sehen können. Ganz offensichtlich hat sich das hier komplett gegen mich verschworen. Sonst hätte ich Ihnen jetzt was von dieser Brücke zeigen können. Ich hoffe, das geht nicht weiter so. Na, wenigstens das. Also, hier sieht man diese Brücke, die so quer über die Straße führen soll. Und hier hinten ist der lange Ludwig in Schemen zu erkennen. Und das, was quer dazu liegt, ist das Schloss. Auf diese beiden Bauwerke zu führen zwei sehr breite, dreistreifige Straßen und eine Straßenbahntrasse und noch eine kleine Nebenstraße. Also eine sehr große Verkehrsachse, die hier überwunden werden soll mit dieser Brücke. Hier sieht man das Ganze nochmal von oben. Diese Brücke liegt nahe des Hauptbahnhofes. Und hier ist diese Kreuzung, die für die Fußgänger interessant ist. Hier ist der Mozartturm, ein Wasserturm, direkt in der in einer Kreuzungsecke gelegen. Und hier sieht man quasi so halb fast schon waagrecht durchs Bild laufend diese sehr starke Verkehrsachse, die an dieser Stelle hier mit der Brücke gequert werden soll. Bislang läuft es so, dass ein Fußgänger, der hier vom Wasserturm geht, erst über den Zweifalltorweg muss, dann über diese große Verkehrsachse, die Rheinstraße, und dann über eine andere Straße in zwei Abschnitten rüberlaufen muss, die am Kavalleriesand heißt. Und dann ist er erst in diesem großen Bürogebiet, das Weststadt heißt. Da hat früher die Telekom sehr viele Gebäude gehabt. Immer noch? Ja, in diesen Teilen sind sie aber ausgezogen, oder? Okay. Und hier drüber ist ebenfalls ein großes neues Industriegebiet. Also diese Brücke soll zwischen diesen beiden, na, Industrie ist falsch, schon wieder gedrückt, zwischen diesen beiden großen Bürovierteln soll die verbindend wirken. Also es wird an dieser Brücke eine Treppe für Fußgänger geben. Für Rollstuhlfahrer gibt es zwei riesengroße asymmetrisch gewundene Rampen. Die waren auf den Bildern, die so verzerrt waren, besser zu sehen. Die eine Rampe hat eine Länge von 182 Meter, die andere eine Länge von 157 Meter. Das ist ein wirklich großes Bauwerk. Höhenunterschiede sind bis zu 7,25 Meter zu überwinden, um eine 15 Meter breite Straße zu überwinden. Längsgefälle gibt es zwischen knapp 3 bis 4,4%. Durchschnittlich sind es 4,2%, das maximale Quergefälle sind 2%. Und die Architekten haben zugesichert, dass es an keiner Stelle der Rampe das maximale Längsgefälle mehr als 4,5% haben darf. Das sind so die geometrischen Daten dieser Brücke. Und die nutzbare Breite der Fahrbahn wird ca. 3 Meter betragen. Also
insgesamt ein mächtiges Gebäude. Hier sieht man doch zumindest noch ein bisschen die Form. In einem Artikel im Darmstädter Echo, unserem Dorfplättchen, da sieht man hier oben die größere der beiden asymmetrischen Rampen und hier die kleinere. Das Projekt hat die Presse sehr beschäftigt, weil es einiges an Geld bewegt. Es soll 2,25 Millionen Euro kosten. Es hat sich jetzt gezeigt, dass sie teurer wird. Überraschung, das kommt ja manchmal vor. Aber die Kirche ist nicht im Spiel. Sondern ein Telekom-Investor, Sireo, der dazu 500.000 Euro beitragen möchte. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Das Land möchte weitere 800.000 Euro zuschießen und die werden nur frei, wenn ein Behindertenvertreter sagt, dass die Maßnahme barrierefrei ist. Also abzuwägen waren für uns hier die Frage der Orientierung für blinde Menschen. Treppenmarkierungen sind ein wichtiges Thema. Ob die Verkehrsflächen sich für Rollstuhlfahrer ausgehen, haben wir geprüft. Ob das mit der Beleuchtung funktioniert auf der Brücke, haben wir geschaut. Der Fahrbahnbelag, ob der gut zu berollen ist und wie das nun mit der Neigung aussieht. Also ob diese Brücke barrierefrei ist oder nicht, da scheint mir das Hauptkriterium die Neigung zu sein. Wir haben dann eine ganze Menge Erkundungen gemacht, wir hatten Pläne, wir haben Telefonate geführt mit einer Architektin, die selber Rollstuhl fährt und die im, in dem Wettbewerbsgremium saß. Mit den Architekten, die das entworfen haben, haben wir telefoniert. Wir haben mit den Mitarbeitern des Straßenverkehrs- und Tiefbauamts diskutiert. Haben also versucht, erstmal Informationen beizubekommen. Außerdem habe ich mich selbst in den Rollstuhl gesetzt und bin ähnliche Neigungen in Darmstadt mal abgefahren, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das anfühlt, weil 4,5% ist ja erstmal eher abstrakt. Und schließlich haben wir auch unterschiedliche Literatur uns angeschaut. Hier ist jetzt nur zitiert die Sache mit diesem Zeitungsartikel, aber es gibt da noch mehr, das kommt auch noch. Wie würden Sie jetzt vorgehen? Wie entscheidet man das? Ob so eine Brücke nun hinsichtlich ihrer Neigung barrierefrei ist? Haben Sie eine Idee, wie man das angehen könnte? Also ich meine, so einen Hinweis habe ich ja schon gegeben. Man kann es einfach mal ausprobieren, ob man das gut packt. Ich finde, die Daten von der Brücke sind gewaltig. Also 7 Meter... Wie viel? 25, glaube ich, waren es in die Höhe. Und auch die enormen Rampenlängen, da kann man sich schon fragen, was das bedeutet. Außerdem gibt es in dieser Brücke niemals Ausruheflächen, sondern das sind durchgehende Neigungen. Muss man sich auch fragen, was das bedeutet. Also, das Problem ist, außerdem in den Normen gibt es nichts über Brücken. Man kann allenfalls einen Analogieschluss ziehen zu Rampen, aber es gibt keine Literatur darüber, wie eine barrierefreie Brücke aussieht. Denn es bleibt ja durchaus die berechtigte Frage, kann man die Zugspitze einebnen, weil sie nicht barrierefrei ist? Die Neigungen dort hoch sind deutlich höher als 6%. Darauf kommen wir jetzt gleich. Das ist nämlich eine der Methoden gewesen, die wir angewandt haben. Also es gibt in der Hessischen Bauordnung gibt es keine Hinweise und auch in der unbehinderten Mobilität, das ist so ein Leitfaden in Hessen für den Straßenbau im weitesten Sinne, aber in erster Linie eigentlich für den blindengerechten Ausbau von Straßensystemen. Also es gibt die DIN 18024-1, die spricht davon, dass Rampen nicht mehr als 6% geneigt sein dürfen und nach höchstens 600 Meter ein Zwischenpodest mit 1,50 Meter Tiefe haben müssen. Zentimetern, ja. Okay. So sieht das dann aus. Dann gibt es in derselben Regel noch den Hinweis auf Längsgefälle auf Fußgängerverkehrsflächen. Da, ich sag mal, im weitesten Sinne ähnliche Regeln enthalten. Ich möchte es jetzt nicht im Detail ausweiten. Und noch einen zweiten Absatz über Grünanlagen und Spielplätze, wo es dann wieder ähnliche Regelungen gibt. Da sind dann die Abstände länger bis zu 10 Meter, wenn die Rampenneigung zwischen 4% und 6% hat. Aber das hilft uns alles bei der Brücke nicht wirklich weiter.
Dann gibt es noch andere technische Regelwerke. Es gibt einen wunderschönen Führer vom VDK, der über barrierefreie Gestaltung von Straßenverkehrsanlagen handelt. Und da gibt es zum Beispiel dann solche Tabellen, aber auch da geht es eigentlich nur um Rampen und niemals um Brücken. Also da gibt es zum Beispiel eher von Ingenieuren gelesene Regeln wie die RAS-T. Oder das müsste so eine Empfehlung von dem, wie heißt das Institut, das du vorhin nanntest? Forschungsgesellschaft für Straßenverkehrswesen. Genau, ja. Sein, und es gibt noch ein paar andere Normen. In der Schweiz ist es nun so, da habe ich mal geschaut, die lassen Steigungen in Ausnahmefällen von bis zu 12% zu. Das ist gewagt. Andererseits aus Sicht der Schweizer verständlich. Also 12% Rampe ist schon alleine Mutprobe, weil der Rollstuhl da gerne mal zum Kippen neigt. Es gibt aber auch eine Regel aus Singapur, die ich ganz spannend finde. Die lassen maximal 8% zu bei Rampen bis zu 9 Meter Länge. Und bei Rampen bis zu 11 Meter Länge sind es dann nur noch 6,7%, bis 15 Meter Länge sind es 5% und bis 18 Meter sind es 4%. Das ist eigentlich nicht dumm. Man kann sich über die Prozentzahlen streiten, aber die Neigung der Rampe von der Länge abhängig zu machen, das ist sehr sinnvoll gedacht, finde ich. Ich mag diese Regeln aus Singapur, die kann man kostenlos im Internet runterladen, die haben oft ganz witzige Ansätze. In Bangladesch darf man auch bis zu 12,5%. In Kanada sind es hingegen nur 5%. Und in einer Studie über weltweite Regeln zur Barrierefreiheit kommt man dann zum Schluss, dass der wahrscheinlich sinnvolle Bereich zwischen 6,25 bis 5% liegt. Da sind wir mit unserer Brücke deutlich drunter. Aber dennoch, als ich dann bei uns im Club, ich versuche so selten wie möglich selbst was zu entscheiden. Ich versuche das immer durch Befragung rauszukriegen, was der beste Weg ist. Und bei uns im Club trat dann die Sorge auf, wenn es keine Zwischenpodeste gibt, schieße ich dann da immer im Rollstuhl wie eine Kanonenkugel runter, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und also habe ich mich oben auf eine Brücke gestellt, habe die Zähne zusammengebissen und losgelassen. Es war auch in der Kurve und ich habe festgestellt, dass etwas passiert ist, womit ich am Schreibtisch nicht gerechnet hatte. Ich bin nämlich sehr schnell an der Brüstung gelandet. Und das liegt daran, die Längsgefälle sind relativ klein, von denen wir hier sprechen. Also ich hatte dort an der Teststelle etwa 3%, auf der Brücke sind es 4,5%. Das Quergefälle zum Entwässern beträgt aber oft schon 2% zusätzlich. Das heißt, wir haben von vornherein so einen Vektor, der sich sehr auf die Brüstung zubewegt, einen resultierenden Vektor. Aber die Sache geht noch schneller, als es die Rechnung hier erwarten ließe, weil die Vorderrädchen sind gelenkig gelagert. Die fangen im ersten Moment der Vorwärtsbewegung an einzuschlagen und nun ist es nicht mehr so, wie wenn ein Zug quasi langsam dem Vektor folgt, sondern nun fährt der Rollstuhl sogar gelenkt ziemlich zügig innerhalb von 1,5 Metern oder 2 Meter an die Wand. Auch nicht schön, aber doch zumindest nicht so furchtbar, wie sich das hätte erwarten lassen aus der Grundvorstellung. Ich meine, daraus entsteht halt auch ein anderes Problem, das muss man sich klar sein. Die Person, die jetzt da die Rampe hochfährt, die muss richtig viel Kraft in einem Arm haben. Denn der Rollstuhl ist quasi bei diesen starken Rampenkrümmungen dann nur noch mit einem Arm zu bedienen. Also haben wir uns zusammenfassend überlegt, die Topografie kennt weder Rampen noch Höchstneigung oder anders gesagt, wir kriegen die Zugspitze nicht eingeebnet, Barrierefreiheit hin, Barrierefreiheit her. Eine Brücke liegt irgendwo zwischen Rampe und Topografie, finde ich. Geometrische Vorgaben von bekannter rollstuhlfahrende Architektin. Wie gesagt, es war in dem Wettbewerbsgremium eine bekannte Architektin, die sagte, das sei vernünftig. Und wir waren Anfänger, was die Barrierefreiheit betrifft zu dem Zeitpunkt. Das machte schon auch Druck. Der öffentliche Druck entstand auch dadurch, dass diese großen Mittel freizusetzen waren. Wir waren auch erst
nach dem Wettbewerb hinzugezogen worden. Das war fair von der Stadt, dass sie das überhaupt noch gemacht hat, uns zu fragen, denn sie ist Gefahr gelaufen, dass wir Nein sagen. Und diese Befürchtungen waren nicht völlig umsonst. Hätten Sie jetzt ein Gefühl dafür, was man mit der Brücke machen könnte? Vorschläge, wie man aus dem Dilemma rauskommt? Haben wir auch vorgeschlagen. Da ist das Problem, die Brücke liegt ja etwas außerhalb. Man sieht es so in so Waldstücken. Solche Aufzüge sind oft, bevor sie das erste Mal in Betrieb gesetzt werden, schon vom Vandalismus betroffen. Außerdem haben wir das Problem, bei dieser Brücke vielleicht nicht ganz so stark, aber wir vermeiden Aufzüge, weil wenn die kaputt sind, und das kommt oft vor, dann kommt der Rollstuhlfahrer eben auch nicht weiter. Gut, in dem Fall müsste er dann irgendwie die Rampe hoch und runter kommen. Sonst noch Vorschläge? Also ohne Ortskenntnis kommt man vielleicht auch so richtig leicht nicht drauf. Ups, ich gehe noch mal zurück. Ganzen Folien. Wir haben dann gesagt, es gibt da diese Brücke soll ja hier etwa dann gebaut werden und hier gibt es ja noch die Kreuzung, die eigentlich die Ursache für die ganze Sache war. Wir haben dann gesagt, wenn diese Kreuzung barrierefrei ausgebaut wird, also mit Blindenleitsystemen und mit Absenkung, dann stört uns die Brücke auch nicht mehr. Dann kann es ja sein, dass die Brücke tatsächlich für ein paar sportliche Menschen mit Behinderungen eine gute Lösung ist, weil man sich ja dann die vielen Ampeln hier spart. Aber wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass ebenerdig querbar ist, weil 7,25 Meter in die Höhe und fast 300 Meter Strecke, um so eine kurze Straßenbreite zu überqueren, das ist in unseren Augen dann doch nicht mehr barrierefrei. Und da spielt dann die Neigung gar nicht mehr so die vorrangige Rolle und auch nicht mehr die Frage, ob es Zwischenpodeste gibt. Also das war so unser Weg aus dem Dilemma. Und jetzt muss man mal sehen, die Brücke ist immer noch nicht gebaut. Die Stellungnahme liegt jetzt schon 2 Jahre zurück. Aber die Kreuzung wird barrierefrei in den nächsten Wochen ausgebaut, sodass sich jetzt schon quasi ein Gewinn aus dieser Entscheidung ergeben hat. Ja, jetzt muss ich wieder zurückklicken. Das nächste, das war ein Projekt, das haben wir tatsächlich mal ausnahmsweise ohne euch gemacht, gell? Da wart ihr nicht einbezogen. Stimmt, bei der Kreuzung, das haben wir wieder zusammen gemacht. Das nächste Projekt, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist das, auf das wir, wie gesagt, sehr stolz sind, weil es so gut besprochen wurde. Ich bin gar nicht mal so sehr stolz drauf, weil es unser Projekt ist, sondern weil es uns viel Nerven gekostet hat. Es war das erste Blindenleitsystem in Darmstadt. Es ist seither das erste aus Metall, das ich gesehen habe. Es ist durchaus auch ein wertvolles Leitsystem und es ist ein Eingriff in ein Haus, was auf seine Architektur sehr viel gibt. Und ich habe während der Phase, in der wir es umgesetzt haben, viel wachgelegen und überlegt, ob das jetzt so eine gute Idee war. Und deswegen bin ich froh, dass es gut besprochen wird, weil es dann quasi das Happy End ist. Ich habe Ihnen dazu einen kleinen Film mitgebracht. Den haben der Herr Schäfer und ich zusammen gemacht. Und da müsste das sein, genau. Und zwar geht es darum, dass dieses Blindenleitsystem ja nicht nur taktil und optisch ist, sondern auch akustisch. Und wir haben mal die Geräusche, die es macht, aufgenommen. Mit unserem, mit meinem nicht sehr hochwertigen Blindenstock. Also die ganze Sache fängt hier an diesem Aufmerksamkeitsfeld an, das man eben sah, und geht dann entlang einer Treppenkante, die man hier sieht. Eine sehr lange Strecke. Die Aufmerksamkeitsfelder sind Messing-Sonderkonstruktionen, die besonders hohl klingen. Man läuft jetzt also von hier diese Kante entlang und kommt wieder auf so ein Messing-Aufmerksamkeitsfeld. Das ist das Nächste, was passiert.
immer noch hier entlang der Treppenkante. Die ist länger, als man hier auf dem Plan sieht. Die habe ich aus grafischen Gründen gekürzt. Das war der kurze Moment. Ein 90er Aufmerksamkeitsfeld sieht riesengroß aus, tritt aber nur ganz kurz in Erscheinung. Jetzt sind wir schon auf diesem Zwischenstück hier, das liegt hier im Plan. Das endet auch wieder in einem Aufmerksamkeitsfeld. Innenbereich. Eine Vorhalle mit Verzweigungsfeld. Und jetzt gehen wir durch eine Tür durch, wieder ein Aufmerksamkeitsfeld und dann eine sehr lange Rippenreihe. Also. Und das Ganze endet dann wieder in einem sehr kleinen Aufmerksamkeitsfeld, das nur 60 groß ist, weil der Innenbereich lässt nicht so große Felder zu. Es ist sehr laut. Weil es ein Metallleitsystem ist, ist es relativ laut, ja. Das ist jetzt das Problem an diesem Film, dass er so flüchtig ist. Eben sah man es, die haben Zapfen hinten. Und da ist Frohe Rippe, sind zwei Zapfen, die werden mit wassergekühlten Diamantbohrern in den Boden gejagt und dann verklebt. Also wir sind hier sehr aufwendig vorgegangen, auch in den Abstimmungsprozessen. Wir haben immer erst so grobe Darstellungen gemacht, dann haben wir so Computergrafiken gemacht, um die Materialwirkung im Raum abzuschätzen, und so sah es dann am Ende aus. Das ist das Zwischenstück, das wir eben gelaufen sind. Das ist ein unterer Zugang zum Leitsystem. Hier wieder die grobe Zeichnung als Schema in Abstimmung mit dem Staatstheater. Dann der Materialtest. Und dann, wie es aussah. Außerdem gab es auch taktile Pläne, die wir dann mit zur Diskussionsgrundlage mit dem Herrn Schäfer genommen haben. Wir haben sehr die Geometrie der Indikatoren diskutiert und wir haben auch Treppenmarkierungen daraus gemacht. Damit wir nicht so viele Formen haben, sind wir bei dieser Punktform der Noppen geblieben und haben daraus Treppenmarkierungen entwickelt. Und das sind jetzt so Impressionen quasi. Das Besondere hier an dem Messing ist auch, dadurch, dass er im Haus verankert ist, funktioniert er auch ganz gut. Das Messing ist dunkel vor weißen Treppenstufen, die wir haben, aber es ist hell vor anthrazitfarbenen Treppenstufen. Problem, was wir hatten, war, als dann alles fertig war, sind die Putzfrauen drüber gegangen und haben es geputzt. Die putzen mit alkalischen Mitteln. Daraufhin oxidiert Messing sofort und wird stumpf. Damit war es aus mit dem hier zur Schau gestellten Glanz und es war wieder eine schlaflose Nacht angesagt. es hat sich dann aber herausgestellt, dass die Leute, wenn sie drüber laufen, die Treppen ja wieder polieren, die Indikatoren, und dass sie dann wieder blank geworden sind, sodass es gut ausgegangen ist. Aber interessant fand ich eben daran, dass es nicht nur darum geht, ein Leitsystem zu bauen, sondern dass man damit auch umgehen können muss, das richtige Putzmittel zum Beispiel nehmen. Man muss auch erläutern, was sich da jetzt im Haus befindet. Es gab Stimmen von Abonnenten, die sagten, die müssen ja jetzt Geld haben, die vergolden schon den Boden. Und man muss auch Mitarbeiterschulungen machen, damit die Mitarbeiter auch auf die Leitsysteme hinweisen. Oder auch wissen, was passiert, wenn eine blinde Person dann an der Stelle an der Rezeption ankommt oder an dem Schalter. Also es ist nicht nur damit getan, etwas in den Boden zu schrauben, man muss damit dann auch umgehen. Das war zumindest unsere Erfahrung aus dem Projekt. Wir haben dann noch mehr Maßnahmen im Staatstheater gemacht. Die Induktionsanlagen sind überarbeitet worden. Es ist kartiert worden, wo die besonders gut funktioniert in den großen Spielhäusern.
Wir haben Aufzüge nachgerüstet an Stellen, die bis dahin nicht zugänglich waren. Und wir haben diese Mitarbeiterschulungen durchgeführt. Die Internetseite ist umgestellt worden. Es gab neue Rollstuhlplätze in den großen Spielhäusern. Die gab es bis dahin nicht oder keine sehr sicheren. Also es war eine sehr umfassende Maßnahme. Den Preis gab es dann allerdings nur für dieses Blindenleitsystem. Also so viel zu diesem Projekt. Jetzt kriegt der Herr Schäfer den Kopf. Also was einem bei so einem Innenleitsystem auch, ehe man überhaupt anfängt, da irgendwas zu verlegen, halt klar sein muss, da muss man auch gegebenenfalls dann wirklich mit Betroffenen, die das Gebäude kennen oder die es kennenlernen, das erörtern, welche Punkte ich da miteinander verbinde. Ja, das geht schon los, der Beginn des Leitsystems, weil das muss an der Stelle sein, wo der Blinde auch gezielt hinkommt. Weil wenn er den Anfang vom Leitsystem nicht findet, kann er das ganze System nicht nutzen. Und dann ist natürlich die Frage, wo hört es auf? Ja, also welche Punkte werden verbunden? Wir haben zum Beispiel bewusst jetzt beim Staatstheater gesagt, wir führen die Leute an die Abendkasse bzw. an den Service-Schalter. Und ab da an muss er ja noch bis zum Platz kommen. Also das Konzept sieht da dann vor, dass das dann jemand vom Personal übernimmt, weil wir nicht die große Idee hatten, wie jetzt ein Blinder, sage ich mal, erstmal in den Spielraum hineinkommt, wo es mehrere gibt. Da hätte man also auch nochmal sehr stark verzweigen müssen. Und dann hätte er ja noch im Spielraum seinen Platz finden müssen. Das erschien uns dann doch ein bisschen des Aufwands zu viel. Da gibt es auch Betroffene, die das anders sehen. Die sagen, Barrierefreiheit ist für mich erst erfüllt, wenn ich alleine im großen Haus auf dem Platz 368 sitze, den ich gebucht hatte. Ja, also die Meinungen gibt es auch. Aber das muss man von Fall zu Fall sehen. Ich gehe nicht jeden Tag ins Theater, vielleicht einmal im Monat oder einmal im Halbjahr. Und da dachten wir, ist ein System, sich am Service-Schalter einzufinden und von dort aus dann eine Unterstützung zum Platz zu bekommen, eine vertretbare Ausrichtung. Ja, das nächste Projekt, da geht es um Straßenbahnhaltestellen bzw. ÖPNV-Haltestellen. Wir haben in Hessen eigentlich jetzt durch die neue DIN 32984 Bodenindikatoren und auch durch einen Leitfaden, der in Hessen schon seit 2006 im Umlauf ist, von Hessen Mobil, also der Hessischen Straßen- und Verkehrsbehörde, eigentlich sehr gute Standards. Was Haltestellen betrifft, die am Fahrbahnrand liegen, das sind dann in der Regel Bushaltestellen, wo der Bus halt praktisch an den Bürgersteig heranfährt. Und wir haben sehr gute Standards für Straßenbahnhaltestellen mit Mittelbahnsteigen, also wo eine Fahrbahn kommt, dann kommt ein Mittelbahnsteig, dann kommen die Schienen, dann kommt wieder Mittelbahnsteig und dann wieder die Fahrbahn. Wir haben aber in Darmstadt Haltestellen im Straßenbahnnetz und zwar mehrere, auch teilweise zentrale, also mit Umsteigefunktion, wo die Straßenbahn also nicht an den Bürgersteig heranfährt, also in der Straßenmitte fährt, für einen Mittelbahnsteig aber nicht der notwendige Platz da ist. Sodass also hier beide Standardversionen nicht greifen. Und jetzt die Frage war, wie wir das in den Griff bekommen. Und die Idee ist hier, um den Niederflureinstieg zu erreichen, wird der Bürgersteig und vor allem aber die Fahrbahn, wo die Autos fahren, wird nach oben gesetzt. Die Autos fahren dann über eine Rampe hoch und nach der Haltestelle über eine Rampe wieder runter. Und auf diese Weise, die Schienen bleiben auf dem gleichen Niveau, das heißt, die Fahrbahn ist dann entsprechend höher und auf diese Weise kriege ich den Niederflureinstieg hin. Das heißt natürlich, ich muss an diesen Haltestellen mit einer Lichtsignalanlage arbeiten. Wenn die Straßenbahn die erste Rampe erreicht, muss natürlich die Ampel für die Autos auf Rot schalten, dass, wenn dann die Straßenbahn stehen bleibt, natürlich keine Autos mehr durchfahren. Bleibt auch zu hoffen, dass dann die Radfahrer das Rotlicht akzeptieren. Das Zweite ist natürlich, wie bekomme ich es auf dem Bürgersteig hin?
Klar, der Rollstuhlfahrer hat, wir haben da noch einen kleinen Bordstein von maximal 3 cm zwischen Bürgersteig und Fahrbahn. Und dann, wie gesagt, zwischen Fahrbahn und Straßenbahn den Niederflureinstieg. Damit der Blinde weiß, dass er es hier mit einer Haltestelle zu tun hat, markieren wir die eigentlich genauso wie eine Bushaltestelle am Fahrbahnrand. Das heißt, wir haben über den ganzen Haltestellenbereich den Leitstreifen parallel zum Bordstein oder zur Fahrbahn und dann an der Einstiegsstelle. Und dann nehmen wir in Darmstadt immer die erste Tür, weil wir in Darmstadt auch bei den Straßenbahnen ein System haben, wo man an der ersten Tür den Fahrer noch fragen kann, wo er hinfährt oder was es für eine Linie ist. Ja, und wie gesagt, dadurch haben wir jetzt eine Systematik auch an diese Haltestellen, wo 20 Jahre lang immer gesagt wurden, die sind nicht barrierefrei ausbaubar, jetzt doch eigentlich eine Lösung gefunden, die funktionieren wird, müsste. Wir haben an der Neubaustrecke in einem Vorort, haben wir schon eine Haltestelle, die eigentlich nach diesem Prinzip gebaut wurde. Und da hat es eigentlich jetzt in den 8 Jahren, wo das in Betrieb ist, nie Rückmeldungen gegeben, dass das ein Problem ist. Und wie gesagt, auf diese Weise bekommen wir jetzt diese Haltestelle in der Fahrbahnmitte ohne Mittelbahnsteig eigentlich in den Griff. Was man vielleicht noch sagen muss, natürlich für die Autos diese Rampe hochfahren und dann nach 40 oder 50 Metern wieder die Rampe runter und dann links vom Fahrer aus gesehen natürlich diesen 20, 22 Zentimeter hohen Bordstein nach unten, über den man dann natürlich mit den linken Rädern nicht drüber fahren sollte. Das erfordert natürlich, also ich sage mal, eine solche Haltestelle kann ich nicht mit Tempo 50, 60 oder 70 durchfahren. Das wäre mit Sicherheit recht riskant. Das heißt natürlich, wenn man solche Haltestellen baut, wird man in der Regel auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer zurückgreifen müssen. Das war aber insoweit jetzt mit der Stadt Darmstadt kein Problem. Im Gegenteil, die fanden das an den Stellen, wo diese Straßenbahnhaltestellen liegen, sogar gut, weil sie meinen, das wäre gut für die Verkehrsberuhigung. Aber wie gesagt, das muss man schon auch im Kopf haben, dass hier natürlich entsprechende Einschränkungen für den Autoverkehr schon in gewisser Weise hinzunehmen sind. So, jetzt gebe ich aber wieder ab. Also, was ich Ihnen da rumgegeben habe, das ist so unser Versuch, der Versuch von Herrn Schäfer und von mir, miteinander besser in Kontakt zu treten. Also bislang war es eben so gewesen, dass wir für diese recht komplizierten Absprachen für Straßensysteme eben immer nur die Möglichkeit hatten, dem Herrn Schäfer alles zu erzählen. Und dann vergisst man auch viel, was zu erzählen, weil das sehr kompliziert ist, so Geometrisches aufzusagen. Und deswegen ist das im Moment die Art und Weise, wie wir vorgehen, dass wir eben die Sachen spiegelverkehrt ausdrucken und durchpausen mit dem Kugelschreiber, um so eine taktile Karte zumindest grob zu haben. Das ist natürlich nicht so toll wie die Sachen, die Sie mit Ihren Druckern machen, aber die Computersachen wären vielleicht auch manchmal sehr aufwendig herzustellen, weil das ist ja die Diskussionsgrundlage für ein Gespräch. Und wenn ich das jetzt mit dem CAD zum Beispiel aufbereiten würde, würde es möglicherweise mehr Arbeit machen als dieser Prozess. Weiß ich nicht. Wir haben auch einfach so Drucker zurzeit noch nicht. Ich glaube mehr 1500. Der Kleine, auf der letzten Side City. Da hatten wir uns auch unterhalten, oder? Ja. wir haben halt auch oft Pläne, die man nicht kleiner als so groß ausdrucken kann. Also um die ganze Haltestelle im Zusammenhang darzustellen, brauchen wir oft auch größere Pläne und dann wird es langsam teuer. Also ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich denke, es ist mal ein Anfang zumindest. Und der Herr Schäfer also ist zumindest jemand, der sehr gut wahrnehmen kann. Also unser Versuch.
das auch zu dem Thema, das wir vorhin mal im Gespräch hatten mit Kommunikation. Also da finde ich, muss man irgendwie auch mal rumexperimentieren, um miteinander in Kontakt zu treten. Das ist jetzt das nächste Modell und ich finde, spätestens an dem Modell wird klar, was das für ein super Thema ist, Barrierefreiheit, wie facettenreich und abwechslungsreich das sein kann. Wir sind nämlich zum Umbau des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt hinzugezogen worden. Und da ging es dann darum, wird da eine Blindenleitspur hinführen oder nicht? Wie finden die Rollifahrer rein? Wenn die Rollifahrer da mal drin sind und dort zurechtkommen, geht es noch um Aufhängehöhen und so. Aber im Großen und Ganzen sind die dann schon unterhalten in so einem Museum. Aber eine blinde Person, hat man sie endlich drin im Museum, hat da eigentlich nichts zu suchen. Oder zumindest nichts zu finden. Denn warum einen Blindenstreifen wohin führen, wenn man da nichts Taktiles dort anbietet oder etwas Auditives zumindest. Auf der anderen Seite, Radio hören kann ich auch zu Hause. Man muss auch vor Ort irgendein Erlebnis haben. War so unsere Argumentation. Und tatsächlich konnten wir die Museumsleitung davon überzeugen. Und nun ist es bei modernen Museumskonzepten so, dass es immer so eine Shortcut-Tour gibt für Leute, die Museum ja im Prinzip ganz nett finden, aber länger als eine Dreiviertelstunde daran nicht leiden wollen. Und da haben wir vorgeschlagen, dass man entlang dieser Shortcut-Tour, die so Highlights des Museums abtingelt, dass man da ja anfangen könnte, sukzessive Tastmodelle aufzustellen. Und dann hat das Landesmuseum Vorschläge gemacht, welche Exponate aus ihrer Sicht besonders wichtig sind und hat außerdem den Vorschlag gemacht, dass man das mal versuchen könnte, mit der Elfenbeinschnitzerschule in Erbach umzusetzen. Die Elfenbeinschnitzerschule deswegen, weil das Landesmuseum ganz guten Kontakt zu denen hat und weil dort eben Leute sind, die Plastisches umsetzen können. Und die Idee ist nun, dass diese Elfenbeinschnitzer dort in Erbach diese Modelle gemeinsam mit dem CBF und blinden Personen, die wir dann, bei denen wir dann organisieren, dass sie dort auch hinkommen, entwickelt und das dann von Röhm ist ein ortsansässiger Hersteller von diesem sehr bekannten Produkt Plexiglas, ein komplett transparentes Kunststoffglas, dass diese Modelle dann komplett transparent umgesetzt werden sollen und sich ausschließlich dann an blinde Personen wenden sollen. Das ist blöd für sehbehinderte Personen, denen ja dann die kontrastreiche Darstellung verloren geht, war aber eben der Kompromiss, den wir eingehen mussten, weil das Landesmuseum sagte, man traut es ja Darmstadt nicht zu, aber Darmstadt war lange Zeit Landeshauptstadt von Hessen und auch über Jahrhunderte hinweg der Sitz der Landgrafen und Großherzöge später. Das heißt, die kulturellen Einrichtungen in Darmstadt, das Staatstheater und das Museum, die sind sehr hochrangig und entsprechend wertvoll sind auch die Exponate im Landesmuseum. Und deswegen wollten die eine klare Trennung zwischen anfassbaren und nicht anfassbaren Exponaten haben. Und die anfassbaren Exponate sollten auch nicht optisch in Konkurrenz treten zu den Originalen. Deswegen kam es zu dieser Plexiglas-Idee. Das sind also die Bilder. Ich vergesse immer, das muss ich zu meiner Schande gestehen, die Künstlernamen. Darum habe ich mir eine Liste gemacht. Also den habe ich immer noch gut drauf. Das ist die Heilung des Besessenen von Gerasa. Das ist eine Elfenbeinschnitzerei. Aber spätestens die Jahreszahl vergesse ich immer wieder und das wäre schade in dem Fall. Dieses kleine Ding, das ist in Wirklichkeit so groß, stammt aus dem Jahr, oder haben Sie eine Schätzung? Man kann es so ein bisschen erkennen, das ist verdammt alt, es stammt aus dem Jahr 968. Unglaublich, finde ich, dass sich sowas über so lange Zeit erhält. Ist von unschätzbarem Wert, also ist, wenn es verloren ginge, wäre es wirklich unersetzlich. Dann gibt es diese Spiegelkapsel hier aus Elfenbein, auch das Elfenbein, das auch Elfenbein. Die stammt immerhin noch aus der Mitte des 14. Jahrhunderts und stellt die Erstürmung der Minneburg dar. Ich erkläre das gleich noch näher. Diese Dame hier kann man im Moment in Wiesbaden bewundern, in einer großen Feuerbach-Ausstellung. Der Maler heißt Feuerbach. Das ist ein Riesenbild, also wirklich vom Boden weg so groß, stellt die Iphigenie auf Tauris dar. Ist nicht so alt.
von 1862. Dann gibt es dieses Stillleben. Das habe ich hier nicht auf meiner Doch, hier. Ein Stillleben mit Kerze. Das ist um 1630 von einem mir jetzt nicht so bekannten Künstler, Gottfried Wedig. Da oben von Lukas Cranach das Lutherbild und hier von Max Pechstein, oder heißt ja Pechstein, ich mache da immer einen Ausdrucksfehler, ich habe mir das mal falsch gemerkt und jetzt sage ich doch Pechstein, diesmal, sonst sage ich immer Beckstein. Frau in Rot. Das sind die Bilder oder die Kunstwerke, die umgesetzt werden sollen. Das sieht dann so aus, das ist in der Schule dort, das ist hier die Frau Buchsein aus Frankfurt, die Frau Buchsein ist blind, das hier ist der Herr Damm. Ja, genau, die hat hier Informatik studiert. Das ist der Herr Damm, der ist Blindentrainer aus Darmstadt. Das hier ist einer der Lehrer und das hier sind eben die Schüler, die hier vor sich schon ihre Vorschläge liegen haben. Hier nochmal ein anderes Treffen, hier ein anderer Lehrer, hier die Frau Damm, die fährt Rollstuhl und ist blind. Und hier der Herr Damm, der Ehemann von ihr. Und da sitzen wir dann so zusammen und wie die Frau Damm immer sagt, fummeln. Hier sieht man dann, wie das so läuft. Also hier ist die Vorlage, die Frau in Rot. Und hier die Hände von der Frau Buchsein, die gerade diskutiert, welche Darstellung des Schirmes sie beschreibender findet. Und da gibt es halt unlösbare Probleme auf so einem Bild. Zum Beispiel die Frage, wie macht man einer blinden Person da klar, dass sich Dinge perspektivisch verdecken oder dass so ein Schirm hier als Fläche auf dem Bild erscheint, aber in Wirklichkeit eine Kuppel ist. Viele blinde Leute haben auch Schirme nicht mehr so gegenwärtig und wissen nicht, was es mit diesem Gestänge auf sich hat. Wir haben da ganz viel rumdiskutiert, gerade an diesem Bild, wie man das klar macht. Auch, dass sowas Polygonales in Wirklichkeit eine Kuppel ist. Wie setzt man das richtig um? Wir haben also hier versucht, so einen halbkreisförmigen Schirm zu machen, um die Silhouette des Schirmes verständlicher zu machen. Hier ist ein Modell, das sich sehr in der Geometrie am Bild orientiert, oder hier ein Modell, das den Schirm dann wirklich als Kuppel rausholt. Man muss sich zum Teil auch völlig von der Vorlage entfernen, haben wir gelernt. Und das sorgt dafür, dass unsere Tastmodelle am Ende gar nicht mehr so aussehen wie die Bilder, aber sich so anfühlen. Das finde ich paradox, aber es hat mich überzeugt, als ich es berührt habe. Man muss das mal ausprobiert haben. Es gibt sehr schöne, sehr qualitätvolle Darstellungen von Blister für das Landesmuseum Mainz. Die sind sehr dicht an der Vorlage geblieben und das sieht sehr schön aus. Aber es ist ja nicht der Sinn der Sache. Es soll ja nicht schön aussehen. Es soll beschreibend sich anfühlen. Hier haben wir so eins, das am Ende mal schön aussehen könnte. Eine andere Studentin hat dann so einen Abguss gemacht quasi des Bildes und hat da sehr klar die Form nachvollzogen. Ich habe aber den Eindruck in den Gesprächen, dass dieses sehr schön, sehr künstlerische Nachvollziehen des Bildes taktil nicht so beschreibend ist. Das hier ist die Erstürmung der Minneburg. Dazu ein paar Worte. Also die Minneburg, das ist eben so eine legendäre Burg, so eine mythologische. Oben sitzt die Venus, das ist die Burgherrin. Und in der Burg leben dann zusammen mit der Venus ganz viele Burgfräulein, die hier zwei Ritter, eigentlich drei Ritter, begrüßen, freundlich begrüßen und ihnen die Schlüssel der Burg in die Hand geben, der Minne zuliebe. Das ist voller Anspielungen. Hier unten zum Beispiel die Rosen sind da nicht aus Versehen. Das alles hat mit dem Thema eben Schönsein, Verliebtsein zu tun. Und der Sinn dieses ganzen Gerätes ist, es ist eine Spiegelkapsel. Also auf der Rückseite war ein Spiegel eingelassen und das passt ja nun sehr schön zum Thema. Und da haben wir zum Beispiel das Problem, die Fotografie ist nicht sehr gut, ich hatte sie versucht noch ein bisschen kontrastreicher zu machen, dass wenn man jetzt so einen Ritter in der Silhouette darstellt, man den gar nicht versteht, weil er hat das Visier da hochgeklappt. Man wird auf jeden Fall Audioguides brauchen, um das zu verstehen. Aber diese Treppe spätestens, die nur durch die Brüstung in Erscheinung tritt, ist als Treppe nicht wahrnehmbar.
Und da haben wir es dann wirklich gemacht. In der endgültigen Version wird da eine Treppe zu sehen sein, obwohl das gar nicht übereinstimmt mit dem wirklichen Motiv. Wir haben uns entschlossen, dass in dem Fall dieses Tastmodell eher eine Landkarte ist, und wir fügen diese Spiegelkapsel als Abguss in der Originalgröße dazu, dass man auch ein bisschen die Sinnlichkeit dieser Kapsel begreift, also dass sie ganz feingliedrig ist und nicht so flächig, wie das unser Modell sein wird. Aber wir entfernen uns von der Vorlage da ganz entschieden. Und da bin ich mal gespannt, was die Museumsleitung dazu sagen wird, denn das ist ja eigentlich ein recht grober Umgang mit Kunst. Das ist der Besessene von Gerasa. Hier ist Jesus, hinter ihm die Jünger und hier der Besessene. Aus dem wird gerade der Teufel ausgetrieben, ein Engel. Und der Teufel wird später in diese Schweine einziehen. Das ist die Idee von dieser Geschichte, die hier bildhaft dargestellt wird. Und diese ganze Szene findet vor diesem schachbrettartigen Muster statt. Das haben wir zur besseren Verständlichkeit im Modell dann weggelassen und haben es unten nochmal angefügt, exemplarisch, damit man das versteht. Außerdem wird dort auch noch ein Stück Elfenbein eingelassen, damit man die Wärme von Elfenbein spürt, im Gegensatz zu Kunststoff. Der Student oder der Schüler, der Luther bearbeitet hat, ist nun wieder einen ganz anderen Weg gegangen. Der hat dieses recht verworfene Flachrelief hier entwickelt, was auch perspektivisch verzerrt ist. Das Problem ist nämlich, in so einem Flachrelief ist schwer klar zu machen, warum die Nase so quer im Gesicht hängt. Er guckt halt schräg, aber für eine blinde Person mag das nicht plausibel sein. Also diese Nase, die ist ja schräg hier im Bild. Und der Luther, der guckt aber auch noch in die entgegengesetzte Richtung der Nase. Es ist schwer zu veranschaulichen, was auf dem Bild stattfindet. Und das ist das Stillleben, von dem ich gesprochen habe. Wir haben darauf geachtet, dass jedes dieser Bilder eine Geschichte hat, weil wir uns gedacht haben, für eine blinde Person ist vielleicht ein Gemälde in seiner Intention nicht so relevant. Wir können nicht die Kunst vermitteln mit den Tastmodellen. Die Tastmodelle sind noch nicht mal ein Abklatsch dessen, was die Künstler geleistet haben. Aber es sind zum Teil lustige und zum Teil ergreifende Geschichten dahinter. Die hier ist eher lustig. Früher hat man Eier quer gegessen. Und das sieht man hier auf dem Bild. Das Ei ist also auf seiner Breitseite geöffnet und der Eierbecher ist auch länglich, querlänglich und nicht hochlänglich. Und dann hat man das rohe Ei mit Brotkeiteln rausgetunkt. Das sieht man hier auf dem Bild unter anderem. Und die Schülerin, die sich hiermit befasst hat, die hatte einen ganz interessanten Gedankengang gehabt, mit dem sie aber furchtbar Bruchlandung erlitten hat im ersten Schritt. Später hat sich ihr Ansatz dann sogar sehr gut durchgesetzt. Sie hatte die Idee zu sagen, das Bild wird im Prinzip erhellt durch die Kerze und überall, wo das Kerzenlicht hinkommt, sind die Kontraste besonders hoch. Also befasse ich mich gar nicht mit dem Bild, sondern mit den Kontrasten und mache die Sachen, die kontraststark hervortreten, besonders hell. Hat die blinde Person gefragt, Kontraste? Was ist denn das? Also diese Idee war nicht zu verstehen. Aber was gut ankam, war, dass sie Teile des Bildes vollplastisch ausgearbeitet hat, also dass das Ei richtig zum Anfassen ist. Und das fanden die blinden Testpersonen super, weil sie gesagt haben, das ist jetzt nicht nur so ein flaches Gefummel, sondern da kann man auch mal zulangen. Da bin ich auch gespannt, inwieweit das Akzeptanz im Landesmuseum finden wird. Ja, aber jetzt, glaube ich, sind wir auch soweit mit der Zeit durch. Insofern würde ich es beenden. Wir hätten im Zweifelsfalle noch kurz was über unsere Konzepte zum Luisenplatz gesagt, dem größten Platz, aber das würde zu lange dauern, ja. Wir haben eher mal lieber ein bisschen zu viel mitgenommen als zu wenig. Damit danke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.